Willkommen zu Biotechnologie TV, dem Wissensmagazin von biotechnologie.de. Dieses Mal mit folgenden Themen. Evolution im Labor. Forscher züchten Mikroben nach Maß. Laborsicherheit als Ohrwurm mit Stop-Motion-Technik. Und wie sich Schadstoffe im Trinkwasser aufspüren lassen. Seit Darwin wissen wir, im Laufe der Evolution überleben diejenigen Lebewesen, die am besten an herrschende Umweltbedingungen angepasst sind. Berliner Mikrobiologen stellen die Evolution im Labor nach und helfen ihr sogar auf die Sprünge. So ist es ihnen gelungen, Bakterien mit ganz neuen Eigenschaften zu züchten. In den Labors der Freien Universität Berlin ist die Evolution in vollem Gange. Tatort ist diese Maschine, die der Mikrobiologe Rupert Mutzel und sein Team ausgetüftelt haben. In den Bioreaktoren vermehren sich Bakterien über tausende Generationen hinweg. Gleichzeitig diktieren die Forscher die Bedingungen, in denen die Mikroben heranwachsen. So überleben nur die Bakterien, die sich an ihre neue Umgebung angepasst haben. Erst kürzlich war dieses Zuchtprinzip wieder erfolgreich. In dem neuen Experiment, was übrigens über 1000 bis 2000 Generationen gelaufen ist, da haben wir die Bakterien gezwungen, einen natürlichen Baustein in ihrer DNS, nämlich das Thymin, zu ersetzen durch einen synthetischen Baustein, das 5-Chlor-Uracil, was in der Natur so nicht vorkommt. Die Forscher haben also eine Art künstliche Lebensform gezüchtet. Für das Team um Mutzel ein Beispiel für synthetische Biologie. Die Mikroben mit dem künstlichen Baustein im Erbgut können jedoch nur im Labor überleben. Dieser Ansatz soll biotechnologische Anwendungen künftig sicherer machen. Also wenn man solche Zellen hat, die jetzt natürlich nicht vorkommende Bausteine enthalten, dann wären das eigentlich sichere Produktionsorganismen. Denn wenn sie in die Natur kämen, würden sie einfach verhungern, weil sie eben den Baustein dort nicht finden. Und sie könnten auch ihre Gene nicht mit natürlich vorkommenden Organismen austauschen. In erster Linie wollen die Berliner Mikrobiologen herausfinden, wie die Evolution im Labor nach und nach, Generation um Generation, zu neuen Lösungen führt. Dazu archivieren sie jede ihrer tausenden Bakteriengenerationen im Eisschrank und überprüfen deren Erbgut. Doch die Forscher haben auch konkrete Anwendungen im Blick. Solche Bakterien könnte man einsetzen in der Umwelttechnologie, zum Beispiel um hochsaline Abwässer zu reinigen. Eine andere Anwendung ist, dass wir versuchen werden, auch Analoge von Aminosäuren einzusetzen und damit Proteine mit neuen Eigenschaften zu machen. Im Keller der Freien Universität haben die Forscher inzwischen eine ganze Reihe ihrer Evolutionsmaschinen aufgebaut. In diesem Fitnessstudio werden die Bakterien weiter für ihren Einsatz in Forschung und Industrie getrimmt. Im Labor wird Sicherheit großgeschrieben. Unzählige Regeln bestimmen ganz genau, wie man sich zwischen giftigen Chemikalien, Feuer und hochsensiblen Geräten zu verhalten hat. Um sich das alles zu merken, hat ein Student aus den USA solche Sicherheitshinweise in einen Ohrwurm verpackt. Unsere Auslese. Go Red. Brille auf die Nase gesetzt und Handschuhe angezogen. Der Lab Safety Song auf YouTube verrät in einem Rap viele wichtige Verhaltensregeln, bevor es mit dem Experimentieren losgehen kann. Per Stop-Motion-Technik erwecken die Macher des kleinen Kunstwerks die Spielzeugfiguren zum Leben und schaffen so eine Lego-Laborwelt. Und in der geht so einiges schief. Es gibt also viel zu beanstanden für den Lego-Sicherheitspolizisten und die Anweisung kommt prompt im Rap-Format. Fünf deutsche Teams haben sich dieses Jahr für den internationalen iGEM-Wettbewerb zur synthetischen Biologie qualifiziert. In den letzten Wochen haben wir schon die Projekte aus Bielefeld, Potsdam und Freiburg vorgestellt. Heute geht es um das Projekt von Studenten der Ludwig-Maximilians-Universität aus München. Ich bin nun mit Sabine Wagner verbunden. Guten Tag, Frau Wagner. Schönen guten Tag. Worum geht es denn bei Ihrem Projekt?
Wir versuchen mit Bakterienstämmen ein Metalldetektionskit zu generieren, das Stoffe, die laut deutscher Trinkwasserverordnung nicht im Trinkwasser sein dürfen, mit Farbreaktionen anzeigt. Und wie soll das in der Praxis genau funktionieren? Wir stellen uns die Anwendung so vor, dass es ein sehr einfaches System ist. Wir wollen einfach nur Wasser draufgeben und der entsprechende Reporterstamm für das Metall, das nicht drin sein darf und das drin ist, gibt ein Signal. Und das ist ein sehr großer Vorteil gegenüber herkömmlichen Methoden, weil bisher kann das in Laboren oftmals selbst nicht erledigt werden. Es muss ausgelagert werden, es wird über Massenspektroskopie detektiert und das ist ein sehr kostspieliges Verfahren. Und unser Kit würde es ermöglichen, das in 30 Minuten mit einem einfachen Bakterienstamm selbst im Labor zu testen. Was nehmen Sie denn aus der Teilnahme am iGEM-Wettbewerb mit? Es ist sehr wichtig für uns, bei iGEM mitzumachen. Wir sind dieses Jahr schon zum zweiten Mal in ähnlicher Konstellation vom Team her mit dabei. Und wir stecken auch sehr viel Freizeit rein und wir denken, das bringt uns auch sehr viel für unsere Zukunft, weil wir nie wieder die Chance haben, im regulären Unterrichtsbetrieb von einer Universität so viel praktische Erfahrung zu sammeln. Vielen Dank und viel Glück weiterhin. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe. Mehr Informationen zu den Themen der Sendung gibt es wie immer auf biotechnologie.de. Und in unserer neuen Kreidezeit erklärt diesmal Timo Kern, wie ATP unseren Körper am Laufen hält. Tschüss und bis zum nächsten Mal.